Ja, bei denen werde ich wahrscheinlich auch auf Speed umsteigen müssen. Keine blauen Kisten? Weil wir keinen Stahl haben, ne? Ja. Okay, vergiss es. Mach Speed-Module rein. Zack und zack und zack und zack und so Zeug. MK1 Schmelzöfen. Das ist echt mau. So. Ok, ok. Ich brauche Stahl. Also das ist schon mal eine gute Entwicklung, würde ich sagen. Ich bin dabei, das alles ein bisschen mehr zu strukturieren. Also sowohl optisch als auch von der Praktikabilität und alles vorrätig haben. Also jetzt alle Kisten da haben, die Schmelzöfen. Die Schmelzöfen sind ein guter Punkt. Wo packe ich die Schmelzöfen hin? Die bräuchten eigentlich so einen eigenen Streifen, ne? Wenn die Kisten hier wegkommen, haben wir kompletten Bereich hier oben für sowas frei. Das heißt, ich mache das einfach mal hier. Habe ich überhaupt noch genug Fabriken? Nö. Sieh gar keine Fabriken. Auf zur Fabrik, die Fabriken baut. Du, gib mir 50 Fabriken. Und ich glaube, ich kopiere mal ganz kurz das da. Zack. Und setze das da hin. Und tu hier einfach ein paar von den Fabriken wieder rein. Der Rest sollte viel sein. Oh, Problem ist jetzt nur, dass die alle... genau. Dass die alle eingestellt sind. Und ich würde ungern noch mal Kisten herstellen. Und die blauen nehme ich auch rein, weil die sonst auch programmiert werden. So, das ist doch wesentlich einfacher, als das in 2 Sekunden von Hand zu machen, oder? Du stellst bitte her. Ein Electric Furnace MK1. Braucht ganz schön viel verschiedenes Zeug. Tin... Moment mal. Rote Chips, Steine, Tin Plates. Rote Chips, Steine... Das wird doch niemals nichts. Tin Plate. Keine 200. Rote Chips. Keine 200. Steine. Keine 200. Jetzt kam komisches Zeug, ne? Genau. Frame. Weak Capacitor. Weak Capacitor. Und steht nur noch Frames. Die übrigens auch irgendwo fokussiert werden sollten. Also Frames, Good Frames, Advanced Frames und Highly Advanced Frames. Genauso wie die Item Exits. Was übrigens alles schöne Viererpärchen sind. Ne? Könnte einem aufgefallen sein. Also ich könnte mir gerade vorstellen, dass der Mod-Auto mit einem ähnlichen Muster arbeitet wie ich. Wäre ein lustiger Zufall. Ja, und Türme müssen auch automatisiert werden. Also dass komplett Silber-Topaz-Türme automatisiert werden. Das wäre richtig schnieke. So, du stellst bitte her MK2 Furnace. Dafür brauchst du MK1 Blei Basic. Oh Gott. Das da. Blei. Schon mal den Rest vergessen. Rote Chips und den MK1. Rote Chips. Und den MK1. Reichen die Ressourcen überhaupt für einen so einen Schmelzofen? 10 Blei. Ja, mach mal lieber 20 dann, ha? Das ist nicht 20. So. Dum, 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 dum. Du bist auch beschränkt. War das auch das andere Zeug? Kriegst das da. So, ich kann das überall schon reinhauen, ne? Nee, die haben noch kein Dingens drin. Okay, du stellst bitte 3er her, was noch mehr Blei braucht. Normale Item als... Das ist genau das gleiche wie das andere Ding, oder? Shift rechts, Shift links. Das muss ich jetzt umändern zu 2. Aber der Rest scheint das gleiche zu sein. Okay. Zack. Und hier kommt später die 4er-Schmelzöfen hin. Beschränkt, beschränkt. Das heißt, wenn ich die jetzt so weiterlaufen lasse, müsste ich irgendwann 50 Einer, 50 Zweier, 50 Dreier haben, die ich dann nach Belieben überall selber platzieren kann oder durch die
Blueprints. Gut. Ist Öl immer noch okay? Ja, wird mehr. Aber es wird auch wieder weniger werden, weil diese 1,2 und 2,0 und was weiß ich dabei gerade rumkommen, ist ja nur temporär, bis das Feld quasi ausgelutscht ist. Ich bräuchte also bessere Pumpjacks. Das heißt, die erforsche ich jetzt mal. Dann wahrscheinlich gleich ganz hoch bis... Nicht bis zu dem. Bis zu dem hier. 20 Blau ist zwar garstig, aber ist bei weitem nicht so garstig wie 20 Lilane und Dungsten Wheels. Na, es geht. Mining Area 5x5. Das ist interessant. Muss ich mal überlegen. Vielleicht bräuchten wir dann theoretisch nur ein Pumpjack hier. Weiß jetzt nicht, ob das so vorteilhaft ist, aber ja. Erforsch erstmal die da vorne. Gucken wir weiter. Research. Go, go. So. Ist schon einer von den Schmelzöfen irgendwo fertig? Nein, es mangelt an Basic Item Exits. Das stimmt. Das haben wir nämlich noch gar nicht irgendwo automatisiert. Nö. Okay, dann nutze ich diese neue Fläche hier oben mal für auf dieser Seite. Item Exits. Auf dieser Seite. Frames. Und hier. Rotoren. Rotorblätter. Und da drüben dann die Rotoren selber. Ja, ja. Das heißt, ich kopiere mal ganz kurz was. Zwei Ärmchen. Ich kopiere keine Ärmchen, das ist viel zu doof. Da muss ich jetzt wieder mehr Zeit investieren, um die umzustellen, als da irgendwas anderes zu machen. Also mach einfach so, so, so. Ich mache jetzt einfach einen Blueprint von dem Rohding, bevor ich da irgendwas einstelle. Ich musste nur tierisch darauf achten, dass ich das Blueprint dann nicht zerstöre oder zu irgendwas anderem ummodel. So, so, so. Das sollte dann okay sein. Fürs Erste, so lange bis wir umstellen auf noch schnellere Fabriken. Da muss ich das neu machen. Also das Ding bitte nicht zerstören, weil das kann ich zerstören. Das ist tierisch einfach nachzu. Wieder neu herzustellen. Aber das, was ich jetzt mache, sollte ich nicht vernichten. Das da. Weil es wird nicht häufig vorkommen, dass wir ein komplett leeres Ding davon haben. Weil sobald ich sowas irgendwo erstmal aufgebaut habe, will ich es ja auch füllen. Das soll ja auch irgendwas herstellen. Also, na wobei, ich könnte irgendwo so ein Ding herstellen, das gar nichts herstellt, das einfach nur als Vorlage dient für etwaige zukünftige Blueprints. Was ist dekadent? Ja. Okay. Du stellst bitte mal her... Oh. Wooden Chests. Warte. Haben wir eine Fabrik, die Wooden Chests herstellt? eine Fabrik, die Wood herstellt? Nö. Okay. Dann hätte ich jetzt ganz gerne hier dich, du stellst bitte her. Nicht Large Wooden Chests. Wooden Chest. Sieht aber irgendwie bekannt aus, dass ich... Könnte sein, dass wir wirklich das irgendwo schon haben. Egal, da gehört es, also wenn wir es schon haben, da wo es jetzt ist, gehört es nicht hin, es gehört hier hin zu den anderen Kisten. Beschränk dich auf einen Stack. So, also Holzkisten haben wir. Holzkisten brauchen wir für was? Für die Item Exits. Item Exits, die hier hin sollten. Also du hättest gerne Wooden Chest. Du hättest gerne Rubber und Eisen. Eisen. Rubber. So, also normale Item Exits. Das sieht echt hässlich aus. Das Symbol muss er nochmal in GIMP bearbeiten. Also normale Item Exits haben wir jetzt. Jetzt hätte ich gerne als nächstes. Was? Achso, normale Item Exits, keine Basics. Dazu kommt Eisenkisten dazu. Und Stahl. Also kann ich das hier kopieren. Nimm das raus, nimm stattdessen Iron Chests.
die ich dann auch wieder hier hinfügen muss. Ach ja, alles zu automatisieren ist echt so eine Sache bei Factorio. Aber es lohnt sich. Ist einfach irre geil, wenn man später alles mit irgendwelchen Blueprints hinsetzen kann. Theoretisch einen Blueprint von der ganzen Basis machen, die woanders hinbauen. Das ist abgefahrenes Zeug. Und ich brauche mir blaue Ärmchen. So, du hättest ganz gerne wahrscheinlich einfach nur Eisen für eine Eisenkiste. So, so, so. Du stellst bitte her Iron Chest. So. Zack. Gut. Holzkisten hier raus. Holzkisten da oben rein. Stahl und Basic Item Exit. Stahl. Und Basic Item Exit. Beschränken. Zack. Zack. Was? Achso, das wird hier jetzt auch verbraucht. Ja. Nächster Pumpcheck. Forschen. Da kam gerade ein Zug an. Brauchen wir die Advanced Item Exits jetzt wirklich aktuell? Nee, Filter Item Exits oder Smart Item Exits. Die brauchen wir, glaube ich, nur für die super tollen Drills und so weiter. Die muss ich jetzt nicht sofort automatisieren. Das ist okay. Das heißt, die beiden, dabei belassen wir es erstmal. Ich muss mir aber merken, hier Item Exits, hier Frames, Rotoren, Rotorblätter, irgendwie so in der Richtung, dass die quasi schon belegt sind. Okay, okay. Und hier war belegt für Module. Hier ist für Kisten. Da Krimskrams. Hier können wir noch variable Sachen reinpacken. Wie zum Beispiel. Also das kann weg. Wir brauchen keine Fabrik mehr für Türme. Aber ganz weg. So, jetzt habe ich 50 Gun-Turrets im Inventar. Das ist super. Ja. Oh. Da oben fehlt irgendwas. Das ist mir egal. So, weg. Was mir nicht egal sein sollte, ist der Strom. Sieht aber okay aus. Wie sieht es mit dem Blueprint aus für die Solaranlage? Okay. Die Solaranlage. Das bitte wieder weiter befüllen. Und das hier ist so eine Sache. Ich hätte jetzt ganz gerne es als mein nächstes größeres Projektchen. Die Kisten alle hier nach da oben gebracht. Und zwar hier lang. Da ist unser neues Zentrallager. Dass wir hier den Platz haben für Kisten. Alternativ könnte ich zwischenzeitlich auch hier von Blueprint machen und das Ding woanders hinsetzen. Sollte ich aber wohl erst, wenn die Forschung komplett durch ist. Und ich habe gerade ein recht krasses Déjà-vu. Das wollte ich... In der letzten Staffel habe ich das auch gemacht. In der letzten Staffel wollte ich meine Forschungsanlage... Oder war es diese? Weiß ich gar nicht mehr. Wollte ich meine Forschungsanlage umsetzen. Und ich hatte mir jedes Mal vorgenommen, das mache ich, wenn die Forschung durch ist. Ich glaube, es hat 10 Folgen oder so gedauert. Das war... Ja. Oh. War euch alles okay? Nicht irgendwo 10.000 Batterien gemobst oder so? Okay. Also ich kann jetzt ja schon die besseren bauen. Wo seid ihr? Pumpchecks. Da. Kann jetzt die besseren bauen. Das ist noch schweineteuer. Strom? Oh, was ist hier los? Oh, ja, es ist Nacht und kleiner Angriff, aber echt nur ein kleiner. Ja, Strom. Ich muss unbedingt auf Strom achten. Deswegen habe ich hier auch überall schon die grünen Dinger reingeworfen. Weil ich gehe echt ein bisschen zu locker mit denen um. Gucken, ob das so auch hinhaut mit den roten Tränken und den grünen und so. Ich habe keine billigen Effektivitätsdinger mehr. Dann halt gute, ja. Achso, 80% war Limit. So? Nee.
mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Freedom in der Arbeit, das alles so einstellen zu müssen. Aber ja, so wäre mit am besten. So. Gottverdammt. Genau deswegen wollte ich eigentlich eine... Oh. Wollte ich eigentlich eine super Stromanlage haben, damit ich mir keine Gedanken um sowas machen muss. So. Also die sind schon mal richtig eingestellt. Wichtig ist wahrscheinlich eher bei den Sachen hier, aber da kann ich nichts runterschrauben. Hier muss Speed so hoch sein, wie es ist, sonst komme ich nicht hinterher. Oh ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. Wo sind meine Schmelzdinger? Hatte ich nicht tolle Schmelzdinger gebaut? Nö, wollte ich wahrscheinlich bauen. Ach. Stahl? Ich sehe keinen Stahl. Ich sehe keine roten Chips und ich sehe immer noch kein Plastik. Aber die Pumpjacks sind gleich fertig. Das heißt, nächste Folge werde ich losziehen zum Öl. Die Pumpjacks ersetzen durch MK3 Pumpjacks. Und dann wird das hoffentlich mal irgendwann was. Das ist nämlich ein bisschen lästig mit dem Öl. Also wir haben noch da und da Öl. In etwas größeren Mengen. Da auch noch und da auch, aber das ist nicht so viel. Aber das wollte ich eigentlich zu so einem riesigen Solarkomplex machen. Muss ich mal schauen. Ja, das gucken wir bei der nächsten Folge.